Hallo und herzlich willkommen, ihr seid wieder richtig hier bei Optionshandel TV und heute geht es um den zweiten Panikpunkt, das zweite Panikzeichen, und zwar ist das diesmal die Volatilität der VVEX. Dazu mehr jetzt im Video. Die Volatilität der Volatilität, das hört sich wahnsinnig kompliziert an, ist es aber eigentlich gar nicht. Wir wissen ja, es gibt auf der einen Seite den VIX, also den Volatilitätsindex. Und dieser Volatilitätsindex, ein synthetischer Index, der ja aus den impliziten Volatilitäten des S&P 500 Index berechnet wird, das ist quasi die Momentaufnahme, wie viel Volatilität, wie viel Angst ist denn aktuell im S&P 500 und damit im Aktienmarkt enthalten. So. Jetzt gibt es natürlich Produkte auf die Volatilität, die zwar nicht direkt auf den VIX selbst, sondern auf die VIX Futures berechnet werden, nämlich VIX Optionen, aber mit denen handeln natürlich die entsprechenden Händler, egal ob jetzt kleine Händler, große Händler, institutionelle, private, diese handeln natürlich dann hier auch die Volatilität. Und wenn ich natürlich weiß, dass jede Option eine entsprechende Volatilität hat, dann müssen natürlich auch Volatilitätsoptionen auch eine Volatilität haben. Und daher kommt dann auch dieser Begriff der Volatilität. Und dieser VVIX ist also ein Index, der von der CBOE in Chicago berechnet wird. Den kann man jeden Tag ablesen, er wird auch intraday dargestellt. Ich persönlich schaue mir den allerdings nur an wirklich heißen Tagen an, also wenn es so richtig nach unten geht. Ansonsten spielt der in meinen Überlegungen keine Rolle und ich beobachte ihn erst immer im Rahmen der Morgenroutine. So, was ist jetzt an diesem VVIX so besonders? Der VVIX eignet sich auch hier wieder ganz besonders gut, um Panik im Markt zu erkennen. Und zwar folgendes. Wenn wir uns hier, und wir blenden das an der Stelle mal ein, einen längerfristigen Chart anschauen, dann war es so, dass wir bis zum letzten Jahr immer gesagt haben, dass dieser VVIX im Grunde genommen, wenn er Werte im Bereich 130 bis 140 oder mehr annimmt, dass wir dann wissen, jetzt ist eigentlich die Volatilität so am Kochen, sie ist so hoch, dass kaum noch etwas weiter nach oben gehen kann. Und wer sich hier nochmal den Chart genauer anschaut, der wird erkennen, dass wir selbst in der Finanzkrise 2008 keine Werte höher als um die 150 hatten. So, jetzt habe ich gesagt, wir haben bis letztes Jahr von diesem Preis 130 bis 140 ungefähr gesprochen. Allerdings im August des Jahres 2015, und zwar am 24. hat ja der Markt mit einem deutlichen Gap nach unten aufgemacht und wir hatten einen Panikmontag, also wir haben exorbitant verkauft in vielen Märkten und da geschah es, dass die VIX-Optionen so überpreist eröffnet haben, dass dieser VVIX sogar bei knapp über 200 eröffnet hat, allerdings dann sofort im Laufe des Tages deutlich zurückfiel, sodass dann am Ende des Tages auch keine 200 mehr da waren, sondern auch wieder so ein Wert, glaube ich, um 140. Aber er war auf jeden Fall deutlich über der 140er Marke. So, und dieses Ereignis, dass der VVIX über 140 geht, das tritt natürlich nur sehr, sehr selten auf. Das heißt, es kann passieren, wir beobachten diesen Wert jeden Tag und dass wir mal ein Jahr, zwei Jahre lang überhaupt kein Signal bekommen. Wir werden ja eh nur ein Signal bekommen, wenn wir einen fallenden Markt haben. Das heißt, in steigende Märkte wird die Volatilität nicht ansteigen und entsprechend auch nicht die Volatilität der Volatilitätsoptionen. Aber aus reiner Routine und damit man auch so ein bisschen lernt, wie sich dieser Index verhält, sollte man ihn nichtsdestotrotz jeden Tag beobachten, sollte sich das Ganze jeden Tag anschauen, damit man einfach auch ein Gespür entwickelt, was passiert denn hier in den Märkten. So, und selbst in einer Panikphase muss dieser Wert nicht unbedingt auf 140 gehen. Wenn er dann allerdings auf 140 oder mehr geht, dann sollten hier wirklich die Ampeln angehen und zwar nicht rot.
Denn rot ist das, was alle anderen sehen. Die Kurslisten an diesem Tag werden tiefrot sein. CNBC wird sich überschlagen mit schlechten Nachrichten. NTV wird kollabieren, also die Reporter da. Aber das ist natürlich genau das Panikzeichen, worauf wir achten. Und wenn wir dann so etwas sehen, wie eben beispielsweise am 24. August mit einem Wert zum Open von über 200, dann ist das ein wirklicher Weckruf für jeden Optionsverkäufer, und jeder Optionsverkäufer sollte definitiv an dieser Stelle wach werden und sollte sagen, hey, hier lauert das Geld, um abgeholt zu werden, und jetzt muss ich in den Märkten aktiv werden. Also genau an dem Tag, wenn alle anderen nicht wollen, dann wollen wir, wenn alle bereit sind, viel zu viel für ihre Versicherung zu bezahlen, dann sagen wir, jawohl, wir verkaufen euch diese Versicherungen. So, und damit war das heute das zweite Panikzeichen, nämlich der VVIX. Ihr könnt den VVIX wieder über eine spezielle Seite abfragen, die packen wir euch hier wieder unter das Video, sodass ihr die euch entsprechend anschauen könnt. Und ich packe euch auch noch einen Link dazu, wo ihr einen langfristigen Chart dieses VVIX auf der Seite der CBOE, die Chicago Board of Option Exchange, also die Optionsbörse, an der die ganzen Index- und Aktienoptionen gehandelt werden in Chicago, schräg gegenüber, wenn man die Straße rübergeht, gegenüber der CME, kann man übrigens auch besuchen. Also wer mal das Glück hat und in Chicago ist, der kann sich da im Vorfeld anmelden, braucht man nur anzurufen, und dann machen die auch Touren, da kann man sich das anschauen. Ganz wichtig, keine Jeans anziehen. Ihr könnt eine Schlafanzughose anhaben, aber keine Jeans, denn auf dem Parkett gilt nach wie vor, dass man einen Sakko tragen muss, und no Jeans. Das war's für heute. Wir sehen uns wieder im nächsten Video, dann mit dem dritten Panikanzeichen, mit dem dritten Panikpunkt. Euch bis dahin alles Gute, Servus, macht's gut, bye bye.